Guten Morgen aus meinem Cosplay-Zimmer. Ich dachte mir, ich versuche mich jetzt mal an einem Vlog, während ich nicht zu Hause bin, sondern auf die Comic-Con Germany in Stuttgart gehe. Es ist momentan kurz vor 7 und ich mache mich fertig, weil ich gehe natürlich im Cosplay hin. Ich hatte das Glück, ich habe Pressetickets bekommen durch meinen Buchblog. Das heißt, deswegen versuche ich jetzt auch mal vielleicht nicht immer nur einen Bericht zu machen, sondern auch mal irgendwie live ein Video mitzunehmen. Ich bemühe mich, ich versuche es. Ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt erstmal fertig. Ich cosplay heute Benedicta aus Final Fantasy 16. Das kam dieses Jahr raus. Nein, ich habe es noch nicht fertig gespielt, weil ich habe keine PlayStation 5. Ich musste mir das bei Freunden ein bisschen angucken, aber ich kann zumindest mal den ersten Story Arc so an sich und habe es ein bisschen auf YouTube auch weitergeguckt. Und ja, genau. Machen wir das erstmal so weit. Deswegen kriegt jetzt die ungeschminkte Wahrheit früh am Morgen. Und natürlich geht es nicht ohne Kaffee. Frühstück machen wir aber in der Tat erst dort, weil wir wollen ein bisschen vor Eröffnung da sein. Also die Presse darf eine Stunde vorher rein und deswegen bin ich so früh dran. Hoffentlich, wir fahren ja nicht so weit, Gott sei Dank, wir können von zu Hause aus. Und daher habe ich mir jetzt hier mal so mein MUA-Kit hingelegt, also mein Make-up-Artist. Also ich finde, das sieht so ein bisschen danach aus, aber man könnte es natürlich verbessern. Tada! Ich habe gestern einfach alles vorbereitet, dass ich alles griffbereit habe und möglichst schnell bin. Aber ich bin auch schneller, wenn Leute nicht dabei sind und ich nebenher quatschen kann. Deswegen würde ich sagen, höre ich jetzt auf und höre nebenher ein bisschen Hörbuch. Und zwar, um das ein bisschen als Buchthema zu haben, The Invisible Life of Eddie LaRue. Das ist zumindest auf Deutsch im Amaranth drin. Dann höre ich jetzt gerade mal ein bisschen weiter, weil The Ballad of Songbirds and Snakes habe ich gestern beendet. Dazu aber später mehr. Ist noch zu früh. So, wir haben es geschafft. Wir sind endlich auf dem Weg. Auch nur eine halbe Stunde später als ursprünglich geplant. Von daher ist das ein Win. Ja. Und das ist super leer.
So, kurze Mittagspause. Wir haben noch nicht viel erreicht. Die Hallenstruktur ist komplett anders. Wir mussten uns dann ein bisschen umorientieren. Wir sind auf der ganzen anderen Seite. Und es ist mega voll. Ich habe das Gefühl, es ist noch nie so voll gewesen wie jetzt. Auch das Pressecenter ist deutlich voller als sonst. Aber es gibt immer noch Mittagessen, was Tolles. Aber von der Hallenaufteilung ist deutlich besser. Es gibt drei Hallen und Star Wars hat wieder ein eigenes Abteil, was sehr geil ist. Die konnten dann wieder ihre riesen Aufbauten machen. Insofern ist es ein bisschen schöner, es ist trotzdem voller. Und Hugendubel ist da. Wir sind ja hier auf einem Buchblog, ergo geht es auch um Bücher. Da waren wir natürlich vorher und sie haben sogar ein paar richtig gute Fantasy-Bücher. Ich nenne das mal einen hier so als Bild. Später dann. Ja. Und jetzt erstmal chillen, nochmal zu Freunden. Und dann schaue ich mir heute Nachmittag das Panel von, hab seinen Namen vergessen, den Schauspieler von Garb an und von Jeff Osborne. Meinst du Obi-Wan oder ganz? Nein, ganz im Eck. Hier hat er was Langes umgeworfen. Ich habe keine Ahnung, was er anhatte. Ich will mal die Idioten, wie sie es nicht hinkriegen. So ist es, was? Ja. Ja. Die Luisa. Der Younglings Layer 9000. p.m. We don't believe you. I did my research for 5 hours yesterday. So, okay, is this your first time in Germany or at a German convention? It's my first time at any convention. Yeah, I'm a virgin. Convention virgin. Yeah, you picked definitely the right one to start with. Why did this? I don't know. I have one question about 300. So, how much of it was real and how much was green screen? With 300, we went to Montreal in Canada in the middle of winter in 2003, and we shot the whole movie inside an old meat factory. The whole movie is on green screen. Apart from a sandy floor, everything was put in post-production. So yeah, the whole thing, 100%. Lights of the thing itself. I think when Luffy punches his fist through Arlong Park's roof after it collapsed, I think that was my favorite dramatic moment. But I think when you see the characters of the Straw Hats, the way they cast that, and the chemistry that they all have together, I think that's remarkable, and that's the reason why it's been such a success. And just working with all those youngsters, watching them do their thing, it was quite an incredible thing. So I think the Straw Hats are the highlight of One Piece. I think they're amazing, those kids. Did that answer your question? Thank you. Yeah, it's okay. Show One Piece. How would you explain what the show is all about? Oh God, what a question. you know, it's a whole nother world. I mean, I've met a lot of genuine manga, anime fans today, you know, and it is another universe. And obviously the One Piece is set in this fantasy world. I was not familiar with it when I got the part as an actor. It wasn't until I started doing my research and realizing what it was and just how big it was. But it's basically a load of pirates in another world chasing some treasure. In a nutshell. And what kind of character you play? I play a character called Chef Zeff. He's the sort of surrogate dad of Sanji. You know, the boy on the rock, that, you know, and I bring him up and we work at the Baratier together, and then, you know, I encourage him to leave to fulfill the dream that I didn't fulfill. So, you know, he then takes over for me, looking for the One Piece. Okay, thank you.
fantastic cook. I make the best toast you've ever had. No, I love cooking, I really do. I take turns eating with my wife. You know, I think it's important. And I always, growing up with my two young sons, I always used to, you know, and they've both become really good cooks. I think it's important for a man to be able to cook, I really do. Yeah, because you got to take your turn in the kitchen. Thank you. Thank you. We are the warriors of the Grey Knights, Demon Hunters. Chaos cannot stand against us. For we are the... Einen riesigen Applaus. Dankeschön. Alles zusammen. Der erste Platz geht an Snowfall!
selbstverständlich, man sagt es nicht aus Spaß. Dabei sein ist alles. Deswegen bitten wir jetzt nochmal alle Teilnehmer mit auf die Bühne für das Gruppenfoto des Abends. Kommt alle nochmal rauf hier, hören Sie mal. Ach, Mensch, ich gehe einfach ganz weit nach hinten. Scheiße. Nimm mir aber lieber den Anja noch. Nee. Nein. Er war so viel Detail ja, auch. Einfach großzügig auf der Bühne verteilt. Allein die Arbeit. Willkommen zu Runde 2 der Comic-Con Stuttgart. Wie ihr vielleicht hört, bin ich total hinüber. Ich hatte ja die Woche eine Erkältung. Die war auch echt am besser werden am Freitag. Aber gestern Abend hat es mich so krass reingeknallt. Meine ganze Nase ging zu. Und wie ihr hört, bin ich nicht auf der Höhe. Es ging eher wieder bergab gestern. Obwohl ich mir zwischendurch sehr viel Pausen gegönnt habe, weil wir haben ja ein Presseticket und können glücklicherweise, falls ihr es ein bisschen gesehen habt, im Pressecenter abhängen, was echt total schön ist. Die versorgen uns da mal rundum mit Essen und also es ist auch irgendwie so eine schöne Ruhezone, wenn man zwischendurch einfach mal runterkommen möchte und in dem Lounge-Bereich dann abhängen. So, ich sollte vielleicht Tee trinken, aber es ist Kaffee, weil sonst lebe ich heute nicht. Ich habe Kontaktlinsen schon drin für Yennefer, deswegen lila. Also Yennefer von Witcher, kennt vielleicht jeder, irgendwie. Die mache ich heute, es ist auch eigentlich ein sehr bequemes Kostüm. Ich glaube aber, ich werde heute auch nicht den ganzen Tag machen, sondern vielleicht am frühen Nachmittag oder abhängen, je nachdem wie es ist. Aber ich hatte gestern auch wirklich nicht so viel Zeit, Freunde. Ich fange mal nebenher ein bisschen an und versuche zu palabern. So viel meine Freunde zu sehen. Gut, die haben alle Star Wars gemacht. So ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja gestern Final Fantasy 16 gemacht, weil ich hatte das Kostüm ja eigentlich für die Gamescom fertig. Aber das hat ja nicht so ganz hingehauen, weil eben ich erkrankt wurde und Grippe hatte zur Gamescom, deswegen konnte ich das Kostüm nicht anziehen, obwohl ich es da ja eigentlich für Square Enix gemacht hätte, also der Spielehersteller. Genau, und dann hatte ich es dadurch jetzt nur einmal an und ich dachte mir, okay, jetzt irgendwie ist es schade, dass ich es nur einmal anhatte, deswegen wollte ich es gestern anziehen und ich dachte, Comic-Con passt eigentlich ganz gut, aber ich war sehr enttäuscht. Final Fantasy war so gar nicht zugegen. Wir hatten 80% Star Wars und irgendwie fühlte ich mich echt schlecht, dass ich Marin nicht doch versucht habe. Aber wie gesagt, dadurch, dass auch zum Teil meine Nase lief, wäre das eine blöde Idee gewesen mit Face Paint. Da ist normales Make-up dann so ein bisschen verzeihender, weil man sieht es nicht direkt. Und vor allem gegen Abend wurde es dann, wobei eigentlich erst, wo ich im Auto saß, da war so richtig, 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 richtig schlimm. Ja.
genau, also wie gesagt, Final Fantasy war gestern gar nicht. Ich wurde, glaube ich, dreimal erkannt oder so, aber wir haben zum Glück nette Fotografen, Kumpel auch von mir und konnten ein paar Bilder machen. Und ich gucke jetzt mal, dass ich es noch einmal richtig shoote, irgendwie draußen mit guter Umgebung und dann werde ich es auch verkaufen, weil so sehr ich das Outfit auch mag. Ich habe das Spiel ja auch nie durchgespielt. Weil, wie gesagt, ich habe ja keine PlayStation 5. Ich kam erst bis zum ersten Story Arc, habe es auf YouTube geguckt, ein bisschen mehr in dem Crafting. Okay, dann in der Mitte ist noch rot. Und ja, wie gesagt, aber die Story ist sehr gut. Was kann ich sonst so zum ersten Tag sagen? Ich muss sagen, ich fand es sehr verwirrend, dass die Hallen auf der anderen Seite sind, das habe ich ja schon. Ich mochte Halle 1 sehr gerne, weil man dann halt auch obenrum diesen Rundgang hat. Das war in dem Fall nicht gegeben, aber da war eine andere Messe drin kurz vorher, deswegen hat es wahrscheinlich nicht ganz hingehauen zeitlich. Aber an sich finde ich es gut, dass es wieder drei Hallen sind. Ich finde es gut, dass, habe ich ja schon mal gesagt, dass Star Wars wieder so viel Platz gekriegt hat und ihre Aufbauten machen konnten. Das war ein bisschen arg klein geworden. Ich habe gestern ehrlich gesagt die Anime-Halle noch gar nicht angeguckt. Was ich auch richtig schön finde, um das mal hier so als Buchblogger auch festzuhalten, ist, ich habe es ja gestern auch schon auf Instagram gepostet, Hugendubel ist ja dieses Jahr das erste Mal da und es war ja seither immer schon so, dass ihnen ja, unabhängige Autoren da waren und ihr eigenes Buch vorgestellt haben, also auch im Fantasy-Bereich. Und gerade in Amerika ist es ja eigentlich das, was die Comic-Con auch ist. Es ist ja nicht nur einfach nur Comics und irgendwelche TV-Serien und Filme. Es ist alles, weil da sind ja auch stellenweise Sci-Fi- und Fantasy-Autoren da. Ich meine, es gibt ja immer wieder Panels, gerade auch mit Pierce Brown und Co. und Martha Wells und so. Also wo ich mich jetzt dran erinnere, gerade mal auf der Comic-Con in San Diego. Und ich finde es gut, wenn wir das auch so ein bisschen erweitern in den Buchbereich rein. Weil, wie gesagt, Fantasy und Sci-Fi ist ja auch Teil davon. Es gibt ja auch eine Riesenabteilung Star Wars Literatur. Ich meine, Panini ist ja auch schon seit Beginn immer dabei bei der Comic-Con. Deswegen, ja. Wieso eigentlich nicht? Also man kann da, ich fand es schön, dass Hugendubel da ist. War auch gut besucht, wie ich mal gesehen habe. Und man kann das gerne noch erweitern und da ein bisschen mehr, ja, wie gesagt, in die Richtung gehen und vielleicht auch mal, weil sie auch hauptsächlich irgendwie Schauspieler einladen, Cosplayer einladen, dann vielleicht auch mal Autoren einladen. Man kann ja klein anfangen. Fang mit deutschen Autoren an. Das ist eigentlich, ja, wieso eigentlich nicht so? Gerade Fantasy-Bereich, Markus Heitz, Bernhard Hennen, die machen sowas ja auch öfter, weil gerade Markus Heitz war auch öfter schon mal auf einer normalen Convention. Der war ja auch auf der Fantasy Basel und auf der FARC, die immer nur alle zwei Jahre stattfand. Also insofern, ich glaube, die wären da schon durchaus bereit dazu, wenn man sie mal fragt. Ja, in diesem Sinne, ich habe mir gestern ja, habe ich schon eingeblendet, zwei Panels angeguckt von Vincent Reagan, der wo Garp auch gespielt hat bei One Piece. War sehr cool. Und dann noch den, ich habe gerade den Namen vergessen, der auch Chef gespielt hat in One Piece, war auch sehr nett. Was ich immer schade finde, also bei den Panels war es cool, aber gerade wenn man, die haben ja so einen Bereich, wo dann die Schauspieler sitzen oder so und irgendwie finde ich es immer sehr schade, wenn dann gerade so Promis sitzen, die quasi nicht ganz so super bekannt sind oder nicht so super beliebt, vielleicht weil sie auch schon älter sind, was ja bei denen auch der Fall ist, dass die dann ewig da alleine an dem Tisch rumsitzen und keiner steht an und du traust dich auch nicht irgendwie die mal so anzusprechen, weil es ja eigentlich heißt, hey, du musst 30 Euro für ein Bild zahlen oder für ein Autogramm und dann finde ich das irgendwie weird. Wir hatten da schon öfter die Diskussion, haben gesagt, ich finde es irgendwie schade, können die das nicht irgendwie vorher abmessen, wie viel Kontingent da gefragt ist, klar, das ist spontan Entscheider, aber irgendwie ja, ist das aber ein bisschen schade, wenn die da sitzen und da steht gar keiner und bei anderen ist halt irgendwie die Hölle los. Das tut mir immer ein bisschen leid für die. Ja, aber gut, das ist halt leider Gottes das Konzept der Comic-Con. Ich muss auch leider sagen, dass ich halt irgendwie es auch super übertrieben finde, immer so 30 Euro für ein Bild oder je nachdem, wie bekannt eben derjenige welche ist, für ein Autogramm auch zu zahlen, also es geht ja hoch bis über 100 Euro,
Er denkt, das ist mir eigentlich so ein Stück Papier nicht so unbedingt wert. Oder auch ein Bild. Also wenn, würde ich sogar lieber noch ein Bild machen, klar, aber ja, ich weiß nicht. War mir irgendwie, waren wir es mir noch nie so wert. Vielleicht war noch nicht der Richtige da. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige auch bei mir Schauspieler, wo ich es machen würde. Aber ansonsten liegt vielleicht auch daran, dass ich immer so total brain AFK bin, wenn ich dann demjenigen gegenüberstehe. Genau, also ich habe mir zwei Panels angeguckt, dann ein bisschen die Hallen natürlich, wobei gestern, es war so voll, es war abartig voll, so voll war ich noch nie in der Comic-Con. Ich finde es aber schön, dass ich so viel Zulauf kriegt. Und ja, dann haben wir eigentlich, wie gesagt, noch ein paar Bilder gemacht vor den Panels. Danach haben wir ja, Panel geguckt, das war schon nachmittags. Und ja, ich glaube, dann noch ein bisschen rumgehangen mit Freunden, beziehungsweise noch mal kurz eine Runde durch die Halle gedreht. Und dann ging es auch schon an den Cosplay-Wettbewerb, weil zwei Freunde von mir haben teilgenommen. Und deswegen haben wir da natürlich, saßen wir da die ganze Zeit und haben fast gejubelt. Ich muss sagen, es ist schon ewig her, wo ich mir wirklich mal die Zeit genommen habe, einen Cosplay-Wettbewerb von vorne bis hinten zu gucken. Ich weiß gar nicht, wann ich aufgehört habe damit. Aber es hat echt Spaß gemacht. Aber es liegt auch daran, weil das, ich mag lieber die kurzen, wenn die Leute draufkommen, eine kurze Performance machen von maximal einer Minute und dann ist vorbei. Also so DCM im Manga-Anime-Bereich hauptsächlich, was da immer so war von Animex, mag ich nicht, wo dann noch irgendwie so ein mega Auftritt dahinter ist mit Drama-Einlage, weil da bin ich eh nicht so der Fan von. Ja. Es gibt ja mehrere, so zum Cosplay-Wettbewerb. Es gibt ja mehrere Kategorien. Und ich finde es toll, dass sie eine Jury finden. Aber irgendwie habe ich zum Teil das Gefühl, ich weiß nicht, also ich, wir haben bei einem haben wir die Welt nicht mehr verstanden. Es war ein riesen Grey Knight aus Warhammer 40k da und ein Kumpel und ich direkt gesagt, okay, der hat gewonnen. Es gibt ja so viele Kategorien. Es gibt ja Best Cosplay und Best Build, bester Auftritt. Ich glaube dann noch Best Dress, genau, also so vom Stil her und dann halt auch noch Best Make-up. Und ja, wie gesagt, und dann wurde aufgerufen Best Build und dann hat Monster Hunter gewonnen, einer. Und dann waren wir schon so, okay, dann würde er ja wohl Best Cosplay kriegen oder so. Weil die Sache ist die, es war... Ich weiß nicht, wenn ihr die Warhammer 40k-Rüstungen kennt, die sind bombastisch. Des Weiteren waren die sehr schön detailliert gearbeitet. Ich habe es auch aus der Nähe gesehen. Sie waren sehr gut auch verarbeitet. Und er hat auch nicht Best Cosplay gewonnen. Er hat gar nichts gewonnen. Nicht irgendwas, nicht irgendeinen Platz von Best Cosplay, Best Build oder sonst was. Gar nichts. Und ich fand das irgendwie super schwer enttäuschend. Eine Menge andere auch schon, die haben es nicht verstanden. Es hat zweimal eine Monster Hunter Rüstung gewonnen. Und ich kann mir das nur folgendermaßen erklären, langsam, weil ich hatte das Gefühl auch schon auf der Elfia in Holland. Wenn du was machst, mit dem die Leute nichts anfangen können in der Jury, dann bist du ein bisschen, rutschst du nach hinten, weil dann können sie dafür schwer Begeisterung empfinden. Und das habe ich das Gefühl, ist hier ein bisschen passiert, weil, ja, wie gesagt, es war ein hammergeiles, fette Rüstung. Auch vom Auftritt her, muss ich sagen, fand ich den Arthas sehr witzig, hat aber auch nichts gekriegt oder so, das fand ich auch ein bisschen schade. Ja, und wie gesagt, der hat null gekriegt, null, alle beide, und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Und ich glaube einfach, dass die in der Jury saßen, die konnten mit Warhammer nichts anfangen. So haben sie mir nämlich alle auch den Eindruck gemacht. Aber bei mir war es auch schon damals, wo ich Warhammer noch nicht kannte, muss ich gestehen, Leute, gab es eine Zeit. Beziehungsweise eigentlich war es mir immer ein Begriff, weil mein Mann das ja schon sehr lange die Spiele gespielt hat. Aber dann habe ich auch irgendwie, dann konnte ich neutral sagen, hey, die Rüstungen sind klasse. Und in dem Fall war es halt irgendwie wirklich so, dass, ja, keine Ahnung, dass irgendwie, ich habe keine Ahnung, nicht appreciated wurde so richtig.
Ich stand auch nachher nochmal neben ihm. Ich habe ja seine Rüstung gesehen. Wir kamen auch nachher nochmal zu ihm hin und haben gesagt, wir verstehen es echt nicht, was die da eigentlich hättest du gewinnen sollen. Aber was ich eigentlich auf den Punkt wollte jetzt, Monster Hunter ist ja so ein krasses Ding gewesen vor ein paar Jahren und immer noch, dass ich das Gefühl habe, dass es halt das so von, oh, das kenne ich, das finden wir cool. Ja, und deswegen gewinnt das jetzt. Und Warhammer kennen wir nicht so, deswegen fällt das jetzt ein bisschen hin und runter. Wie gesagt, so war es bei uns auch mal bei der Elfia, dass halt Sachen gewonnen haben, wo ich nicht so ganz eingesehen habe, warum die gewonnen haben. Als Best Suing, wo das Suing eigentlich nicht mal so wahnsinnig krass war. Nur weil es halt aus einem sehr bekannten Spiel war. Und ja, sag ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich finde es auf jeden Fall, dass derjenige, ich habe den auch mal aus der Nähe gesehen, der gewonnen hat. Ja, nee. Also, kann auch persönliches Empfinden sein, aber was wirklich neutral betrachtet auch Detailsarbeit und so angeht, war definitiv das andere ein bisschen krasser und auch mehr Aufwand. Also, I'm sorry. Und auch tiefer von den Farben her, vom Anmalen her, da war alles. Und deswegen hatte ich eigentlich das Gefühl, dass irgendwie vielleicht in der Jury doch... Ich meine, da ist jetzt auch eine... Das ist ein bisschen gelästert, aber ja, irgendwie... Ich weiß nicht, ich fand's schade. Ich fand's echt schade. Es hat ein bisschen enttäuscht. Und wie gesagt, nicht nur mich. Es haben sich sehr viele gewundert. Okay, so viel zum Lästern. Ich mache mich jetzt voll fertig, sonst beim Quatschen werde ich sonst gar nicht mehr fertig. Und dann schleppe ich mich irgendwie auf die Con und versuche meinen Mann wach zu kriegen, weil dem geht es auch richtig dreckig. Ich hoffe, er kommt heute noch mit. Ansonsten muss ich auch ins Ende fahren, wo ich auch nicht so richtig Lust habe. Aber wie gesagt, vielleicht halten wir es einfach kurz. Und ja. Haha. Mhm. Ja. Von der Müller noch, habe ich einfach nicht gesehen. So, guten Abend. Ich dachte mir, ich mache jetzt noch einen kurzen Abschluss. Ich bin jetzt zu Hause, wie ihr seht. Ich habe meine Perücke gerade abgenommen, deswegen hängen meine Haare ein bisschen blatt. Aber ich habe mich noch nicht abgeschminkt, ich habe mich auch noch nicht ganz ausgezogen. Ich habe immer noch zum Teil Jennifer an. Hier ist auch die Halskette.
Was soll ich sagen? Ich habe gerade jetzt erstmal noch gegessen, bevor ich mich jetzt noch kurz dusche und dann auf die Couch verfrachte, weil ich hundemüde bin. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange bleibe an dem Sonntag. Heute Morgen fühlte ich mich so, als würde ich überhaupt nicht aufstehen wollen, weil ja, Krankheit kam erheblich wieder. Mir ging es am Freitag eigentlich richtig gut. Wie gesagt, gestern, Samstag, war dann so yay. Und dann gegen Abend ging es so steil bergab, wo ich dann im Auto saß. Also so richtig, richtig mies. Und heute Morgen war auch eher so, boah, eigentlich, nee. Aber ich habe so Lust gehabt, nochmal einfach hinzugehen, Freunde zu treffen. Und es war auch ein richtig schöner Tag. Wir sind, wie gesagt, wir haben jetzt 19 Uhr, wir sind sehr, sehr lange geblieben, wir sind fast bis zum Schluss nochmal geblieben, also bis um kurz nach 5. Die Hallen haben sich schon erheblich geleert. Heute haben wir nicht unbedingt irgendwelche Panels oder so wahrgenommen. Es waren jetzt auch nicht super interessante Leute da, wie gesagt, die, was ich sehen wollte, so spontan noch, habe ich gestern geguckt. Wir haben heute aber ausgiebig, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wirklich mal die Hallen angeguckt. Heute war auch deutlich leerer, Samstag war so voll. Wir sind heute einfach nur gemütlich und morgen alle Hallen abgelaufen, außer die FSK 18-Bereich. Da waren wir jetzt wirklich nicht drin. Und haben die Artist Area abgelaufen und auch so die ganzen Merch-Stände. Wir haben wirklich alles abgelaufen. Und mir tun so die Füße weh, warum auch immer ich das heute gemacht habe. Gestern hatte ich flache Stiefel an und heute mit Jennifer hatte ich hohe Schuhe an. Mir tun so die Hacken weh, ich will die jetzt gerade nur noch hochlegen. Aber es war ein echt schöner Tag. Wie gesagt, ich hatte Jennifer von Wengerberg aus Witchern. Und ich hätte gestern anziehen sollen. Final Fantasy ist ja nicht so angekommen, aber ich habe das Gefühl, das Spiel ist noch so neu gewesen. Ich wollte gerade sagen, so viel haben wir heute dann gar nicht mehr gemacht. Wirklich ein bisschen mit Freunden abgehangen, nicht mehr großartig Bilder gemacht, ein paar so zwischendurch. Ich habe noch ein paar Leute getroffen, die ich gestern wirklich nicht so die Gelegenheit hatte, mit zu treffen, weil wir irgendwie alle woanders unterwegs waren. Und das war einfach ein richtig schöner, nicht ganz so entspannter Kontakt, weil wir wirklich, ich bin die ganze Zeit in den Hallen hin und her gelaufen. Aber es war ein sehr schöner Sonntag. Und wir haben auch ein bisschen was geshoppt. Das war so ein bisschen made my day, um zum Thema Buch zurückzukommen, vor allem Buch Cosplay. Ich habe jemanden getroffen, das war ganz witzig. Meine Freundin hat Tessa Gray aus The Infernal Devices gemacht von Cassandra Clare, ist ziemlich bekannt, Shadowhunter und so. Und ich war gerade irgendwie weg, beschäftigt, ich glaube ein Bild gemacht oder so, und dann komme ich wieder und dann steht sie mit jemand Blonden da mit so blau eingeschnürten Dingens und ich komme nur hin und denke so, bist du Laurent? Es gibt ja diese Buchreihe von C.S. Packard, wo auch Dark Rise von ist, die Captive Friends Reihe, und Laurent ist eine von den Hauptcharakteren. Und meine Freundin war so, oh Gott, ja, hat sie gar nicht erkannt. Und wir haben uns dann super verstanden, diesen Laurent gemacht hat aus der Captive Friends Buchreihe, die ich auch sehr verschlungen habe letztes Jahr, die war richtig gut. Das war zum Beispiel auch so ein Thema Buchreihe, wo ich rangegangen bin und nichts erwartet habe, sondern einfach nur smart, weil allein vom Durchlesen des Inhaltsverzeichnisses, deswegen ist sie, glaube ich, auch nicht so bekannt, geht man davon aus, dass es ziemlich, ziemlich sexlastig ist, was es aber überhaupt nicht ist. Das war so ein richtiges, zwischendurch auch ein richtiges Game of Thrones Drama, habe ich so das Gefühl gehabt, mit verfeindeten Nationen und zwischendurch irgendwelche Intrigen, Missionen und so weiter. Der geringste Teil war wirklich die Love Story davon und die war wirklich sehr, sehr, sehr nice. Natürlich LGBTQ, wie C.S. Packard eigentlich immer schreibt. Um darauf zurückzukommen, sie hat uns dann darauf hingewiesen, hey, es gibt eine Künstlerin, die hat Bilder gezeichnet davon, und wir so, wo? Wir sind jeden Künstler abgelaufen und uns ist das nicht aufgefallen. Dann sind wir kurz vor Schluss, bevor wir gegangen sind, noch zu ihr hin und haben gerade noch Prinz ergattert. Deswegen wollte ich die jetzt kurz zeigen. Und hier haben wir Laurent und Damon einmal. Ja, die sind ein bisschen smattier, die Bilder, aber die waren sehr schön. Ich glaube, ich habe mir noch nie in meinem Leben irgendwie so Prints gekauft. Und in dem Fall war ich ein kleiner Nerd, weil die Story auch wirklich gut ist. Sie hat einen Smart-Anteil, aber die Story ist auch gut. Und wenn man das verbinden kann,
dann ist das top. Und dann habe ich noch Final Fantasy gekauft, und zwar Clive und Sid. Ich bin immer noch nicht weiter. Ich habe nämlich immer noch eine PS5, um das weiter zu zocken. Ja, also ich bin immer noch im ersten Story Arc hängen geblieben, aber ich mochte Sid sehr gerne. Clive war eher so ein bisschen Emo-Boy momentan. Aber ja, sehr cool das Bild. Das hat auch so einen leichten Reflexions... deswegen. Ja, das mal als drei Prinz. Und dann haben meine Freundin und ich noch, weil wir gerade Vampire Diaries wieder hypen, wie ihr vielleicht wisst. Und dann haben wir ein T-Shirt gesehen. Es war zwar ein bisschen teurer, aber wenn man zwei nimmt, hat man auch ein bisschen Rabatt gekriegt. Und zwar, wegen Salvatore, it's okay to love them both. Wir haben zwar so gesagt, ist ja nicht so, also würden wir nicht nur Damon mögen, aber wir fanden das T-Shirt so cool, aber es sieht halt aber auch irgendwie stylisch aus. Es ist irgendwie, es hat was. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen das. Also haben wir es uns alle beide geholt, weil wir gerade, wie gesagt, wieder ein bisschen im Vampire Diaries Fieber sind. Ich gucke auch gerade nebenher, während ich jetzt esse. Ja, so, overall, ich weiß noch nicht, ob ich nochmal einen krönenden Abschluss mache und mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen muss. Aber ich muss sagen, die Comic-Con war einfach Wahnsinn. Also ich bin mit null Erwartungen ran, weil eben die vorangegangenen eher so ein bisschen, ja, für mich persönlich ein bisschen langweiliger waren. Einfach aber auch, weil sich wenige Freunde in den Süden verirrt haben, um da wirklich dran teilzunehmen. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Es waren auch endlich Leute da, wirklich, mit denen ich Zeit verbringen konnte. Es waren jetzt vielleicht nicht die größten Schauspielerbesucher oder sonst irgendwas da. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Ich bin eh nicht so derjenige, der nonstop bei irgendwelchen Panels zuhört. Mir reicht das mal eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde da. Und gestern waren wir auch schon nach der Stunde, war okay. Dann ist es für mich in Ordnung. Ich gucke mir dann lieber so drumherum alles an, lerne Leute kennen, weil für mich ist es immer so, was eine Convention ausmacht, sind vor allem die Leute. Was ich noch richtig cool fand, war halt, wie ich schon gesagt habe, der Cosplay-Wettbewerb. Ich habe mir schon lange ja keinen Wettbewerb mehr angeguckt. Der war ein richtig tolles Highlight für mich. Es hat echt Spaß gemacht, von vorne bis hinten. War auch cool moderiert von den Damen von der Queer Avenue, beziehungsweise einer Dame. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. Ich gucke ihn nach und blende ihn ein. Es war einfach, allein die Moderation war so Unterhaltung pur und eine pure Wonder dazu zu hören. Das hat so Spaß gemacht. Es ist halt auch toll, dass wirklich jeder auf dieser Messe so mehr oder weniger willkommen ist. Du hast Star Wars, dann hast du ein bisschen Fantasy und Anime-Manga, muss ich leider Gottes sagen, finde ich ein bisschen krass, dass das so einen großen Teil doch ausmacht, weil für mich ist eine Comic-Con, klar gehört das dazu, aber ich fand irgendwie, wir haben zum Beispiel, wo wir jetzt die Stände durchgeguckt haben, wir haben uns ein bisschen gewundert, dass es doch relativ wenig Star Wars-Merch gibt, aber ich habe das Gefühl, dass Disney da auch ein bisschen Finger drauf hat. Auch überhaupt so Prinz oder irgendwelche Arts von Star Wars gibt es gar nicht so krass viele. Also das war sehr wenig für das eigentlich, was Star Wars so ausgemacht hat, weil auch die ganzen Vereine ja da waren, die German Garrison, 501st and so on. Dass das irgendwie 80% gefühlt ausgemacht hat. Also Star Wars ist eine feste Größe. Nicht, dass ich da was dagegen hätte. Ich mag es sehr gern. Die Leute in den Vereinen sind manchmal ein bisschen speziell. So viel dazu. Es war wirklich ganz toll, auch von der Hallenaufteilung. Ich fand es wirklich schön, dass wir drei Hallen hatten. Es war ein bisschen luftiger, auch wenn Samstag trotzdem voll war, aber man hat es nicht so gequetscht, wie sonst immer war. Man hatte echt viel Platz zwischendrin und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ebenfalls Highlight fand ich, dass Hugendubel da war. Ich habe auch nochmal eine neue von denen gekriegt, die haben sie uns heute noch hinterhergeschmissen. Jeder kennt die Hugendubel-Tasche. Aber meine sind mittlerweile sehr zerfleddert, deswegen, und wir haben kein Hugendubel mehr bei uns, nur so einen winzig kleinen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich eine neue habe.
weil die sind halt echt schön. Zurück zum Punkt. Ja, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man, es gibt ja noch die unabhängigen Autoren immer in dem Bereich, da bin ich so ein bisschen durchgeschlendert, dass man da irgendwie vielleicht mal sogar, ich habe es ja schon mal gesagt, einen Autor einlädt, wieso eigentlich nicht, dass man da ein bisschen mehr noch in die Fantasy-Sci-Fi-Richtung geht, in der man ja sowieso schon ist, weil, sorry, wie gesagt, Schauspieler zu holen, interessante ist vielleicht schwerer, als wenn man jetzt einfach mal einen Autor anfragt, ob der vielleicht Bock hat. Weil das sind ja jetzt eigentlich nicht so Personen des krass öffentlichen Lebens, die halt, also so wie Schauspieler, das ist irgendwie kein Vergleich, weil Schauspieler, die sind halt, die präsentieren sich selbst und Autoren präsentieren ihre Arbeit, das vergesst, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall, es wäre halt auch noch eine nette Abwechslung, weil man hat halt immer irgendwie, man hat Cosplayer, die man einlädt, dann wie gesagt diverse andere Künstler oder so, die Workshops halten und warum dann wie gesagt nicht auch mal ein bisschen mehr noch in Richtung Buch gehen. Was ich ganz cool fänden würde. Ich habe auch Gefühl, dass gerade was so im Pressebereich angeht, weil ich und eine Freundin, sie ist auch Buchbloggerin, haben darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich deswegen auch das Glück haben, Pressetickets zu kriegen, weil wir auch so ein bisschen im Nischenbereich sind und es nicht unbedingt viele Buchblogger gibt, die es versuchen, sich bei der Comic-Con zu bewerben. Und ja, also wir finden es eigentlich ganz gut. Vielleicht aber auch, weil wir so ein bisschen das grätschen. Wie auch immer. Ja, es war richtig, richtig toll. Noch zum Thema Pressecenter. Also das Pressecenter in Stuttgart ist einfach Chapeau an euch, ihr seid absolut phänomenal. Man wird ja rundum versorgt. Kriegt ihr aber, ich hab's vielleicht gesehen, man kriegt morgens Frühstück mit Brezeln oder Laugengebäck, mittags auch meistens nochmal irgendwie belegte Brötchen, nachmittags Kuchen und dann halt rundum wirklich getränkefrei und Kaffee. Das habe ich so nirgends erlebt und das ist einfach einsame Spitze. Das ist unvergleichbar. Ganz, ganz toll. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr deutlich mehr Pressetickets rausgegangen sind. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren will und sagen will, macht ihr eure Regelungen strenger, sonst habe ich langsam Angst, dass ich keins mehr kriege. Aber ich weiß nicht, es war so eine größere Gruppe anwesend, des Öfteren im Pressebereich von, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob die etwas jünger waren, so ein paar Jungs, so typisches Alter von Streamern. Ich glaube, es waren Streamer. Wir wurden nicht so recht schlau daraus, aber wir hatten die Vermutung. Die haben sich ein bisschen, ich fand, daneben benommen. Jeder war sehr, sehr genervt davon. Die Fernsehteams haben sich ganz nach hinten, weit weg von denen, immer verdrückt. Wir waren auch so ein bisschen, weil die standen ständig im Weg rum, sind nicht aus dem Weg gegangen und waren super laut. Und die haben auch, glaube ich, gestern einige Leute mit reingemogelt noch, weil das war irgendwann eine Gruppe von, ich habe das Gefühl, 15 Leuten, die dann da stand. Und das war einfach too much. Man geht ins Pressezentrum zurück, um stellenweise, wenn die Leute da auch arbeiten und wirklich in Ruhe arbeiten und nicht, dass man hier so eine Art Party feiert und irgendwie super laut ist. Dafür ist es nicht da. Ja. Nur mal als kleine Kritik, aber ich glaube, da waren ARD und ZDF auch noch genervt von denen. Und wenn die genervt sind und das weitergeben, ich denke, man möchte eher ARD und ZDF behalten. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Falls mir noch was einfällt, melde ich mich nochmal. Ansonsten war das quasi der offizielle Abschluss. Ich dachte mir, ich mache das jetzt halt noch schnell. Dann habe ich es abgehakt. Meine Nase geht gerade schon wieder zu. Es ist Abend. Ich, wie gesagt, mache jetzt endlich Feierabend. Ich habe heute auch nicht so viel aufgenommen. Ich habe ein bisschen durch die Stände gefilmt, aber es gab, wie gesagt, auch nichts Interessantes zu sehen. Ich habe ein bisschen meine Freunde noch aufgenommen und so ein paar Impressionen, weil ich dachte mir, ich wollte jetzt nicht einfach wieder nur einen schnöden Ich erzähle euch Vlog machen, aber ich habe halt zwischendrin auch, ehrlich gesagt, ich bin da noch nicht so gut da drin, muss ich ehrlich gestehen. Zwischendrin habe ich jetzt nicht irgendwie so, hey, hier, wir machen gerade das und das. Das kann ich irgendwie nicht. Ich bin dann eher so der, schaut es euch ein bisschen an und ich rede dann hinterher vielleicht was drüber, aber so zwischendrin und so reinrufen, sagen, hey, wir machen gerade das und das. Ja, vielleicht kommt das noch. Aber wie gesagt, ich habe ja auch jetzt noch nie so viele Vlogs gemacht und ich dachte mir, ich versuche das jetzt mal. Vielleicht hat es halbwegs hingehauen und jetzt ist das eher so ein Mischmasch aus ich laber, so wie jetzt schon seit 15 Minuten.
und zeige euch aber auch was. Wahrscheinlich wird der Vlog auch unglaublich lang und ich habe unglaublich viel Spaß, die Bilder zu sichten. Aber das seht ihr ja dann. Alles vorher. Genau. Vielen Dank fürs Reinschauen. Liked und subscribed. Schreibt mir gerne, ob ihr auch schon mal auf einer Comic-Con wart und, oder ob ihr Interesse habt, ob ihr überhaupt keine Vorstellungen habt, was eine Comic-Con ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.